So, willkommen zu einem weiteren Tutorial auf der Karte Blood of the Dead. Und ja, in diesem kleinen Tutorial, das jetzt hier ein bisschen länger gehen wird wahrscheinlich, werde ich euch zeigen, wie ihr den perfekten Start solo hinkriegt. Also, wie ihr bestmöglichst weit kommt. Besser gesagt, wie ihr, ja, wie einfach schnellstmöglich euer Easter Egg, was auch immer ihr machen wollt, starten könnt. Das heißt, wenn ihr den Göffel, also den goldenen Löffel machen wollt, wie ich jetzt in diesem Run hier, oder den blauen Tomahawk, also den Tomahawk, den gepunchten Tomahawk, wie auch immer man ihn nennt. Oder ob ihr, ja, es gibt noch so das Haupt-Easter Egg machen wollt. Für alles braucht man am Anfang auf jeden Fall die drei Wölfe. Und daher zeige ich euch jetzt mal, wie ihr schnellstmöglich, ja, die drei Wölfe hinkriegt. Besser gesagt, wie ihr in Runde 1 schon zwei Wölfe fertig machen könnt. Und ja, was ihr dann macht, ist ja, dann ganz euch überlassen. Ich werde euch das hier jetzt nur zeigen bis zum zweiten Wolf. Weil ab dem zweiten Wolf, ja, kommt es dann halt darauf an, welches Easter Egg man machen will. Wie man jetzt weiter aufkauft. Hier hätte man die 100 auch mitnehmen können vom Automaten. Das hatte ich in dem Run vergessen. Die Automaten jetzt links, da hätte man die 100 mitnehmen können. Aber die kann man auch später mitnehmen, wie ich es auch in diesem Run gemacht habe. Aber das werde ich in dem Tutorial jetzt nicht mehr zeigen. Auf jeden Fall gleich am Anfang zum Strom. Dort die Punkte erneifen, bis man gleich unten zum ersten Wolf kann. Und ja, solo muss man halt in der ersten Runde alle Messern bis auf den Last, also den Last behalten. Und hier den Wolf jetzt mit den Zombies füttern. Und ja, das werde ich euch jetzt kurz speeden, denn ihr müsst jetzt jedes Mal da wieder hochrennen. Die Zombies ja, vom Catwalk, vom Steg holen und die dann an den Wolf verfüttern. Und das sind ja, ich glaube, 5 oder 6 Zombies. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 5 oder 6, ich glaube, 6 Zombies. Ich glaube, 1 zum Aktivieren und 5 muss er dann fressen. Und ja, das geht sich mit den Zombies, die hier sind, genau aus. Also, ihr dürft nicht einen einzigen zu viel töten. Es geht sich von den Punkten hier alles genau aus. Ich weiß nicht, ob man, wenn man die Wellington nimmt und den Zombie einmal ins Bein schießt und dann messert, ob man dann mehr Punkte kriegt und ob dann vielleicht ein Zombie mehr überleben kann. Das habe ich leider nicht getestet, weil ich die RK5 brauchte, um durch den Catwalk zu kommen. Oder generell, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ja. Wie gesagt, ab jetzt speede ich euch das Ganze hier. So, nachdem der Wolf seine Zombies fertig gefressen hat, weil er verschwunden ist, müsst ihr jetzt durch den Catwalk durch. Und zwar am besten keinen einzigen Zombie töten. Also, wie ihr das hier jetzt gleich sehen werdet, allen Zombies vorbeirennen. Und was ihr aber schon tun dürft und was ihr sogar tun müsst, um die Punkte zu kriegen, sind die Hunde zu töten. Also ihr müsst irgendwie gutes Aim haben und jedes Mal nur die Hunde töten. Ich meine, hier könnt ihr euch dann, ihr müsst die Hunde nicht unbedingt töten für die Punkte. Es geht auch ohne, aber natürlich für einen perfekten Run könnt ihr alle Hunde töten.
Ihr müsst auf jeden Fall dann, ihr müsst nicht sterben, so wie ich, sondern so geht's halt einfacher. Einmal sterben, man darf es je zweimal wiederbeleben im Solo-Modus. Und da hat ihr Glück halt, dass der Schildteil hier gleich war. Und dann geht sich das perfekt aus, dass man hier die restlichen Zombies messert. Und ja, hier dann einfach nur noch trainen. Und einfach, ja, die letzten vier Zombies hier noch verfüttern. Dann haben die fünf Zombies verfüttert. Und dann den Last als sechsten Zombie verfüttern und ihr seid in Welle 1 mit den ersten beiden Wölfen fertig. Und ja, was ihr dann weitermacht, also dann müsst ihr natürlich, kommt der Runde 2 eine Hunderunde, also ihr kommt gleich nach einer Runde, sobald ihr herüben seid, also über Welle 2, Welle 3, je nachdem wann ihr herüben seid, kommt dann die Hunderunde und da könnt ihr wieder, also da müsst ihr sozusagen Punkte sammeln wieder. Damit ihr dann euch bis nach unten aufkaufen könnt, weil ihr den Strom braucht, um zum dritten Wolf zu kommen. Und ja, wie ihr dann weitermacht, ob ihr unten gleich das Schild zuerst aufbaut und den Totenschädel, also unten das Schild schon mal aufbaut, hier zuerst aufkauft, oder ob ihr zuerst das Geld sammelt, um zum dritten Wolf zu kommen, das ja, ist dann ganz euch überlassen. Hiermit ist das Tutorial zu Ende. Ich hoffe, es hat das Tutorial gefallen, hat euch hoffentlich weitergeholfen, wie ihr in Runde 1 solo auf jeden Fall gleich mal zwei Wölfe fertig kriegt. Ich weiß nicht, ob man, wenn man zu viert spielt, müsste es eigentlich sogar in Welle 2 möglich sein oder Welle 3 sogar möglich sein, den dritten Wolf sogar hinzukriegen. Ich habe es noch nicht getestet. Wenn ihr wollt, dass ich das auch mal teste, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich meine Kollegen mal ja, ins Boot holen und das mal testen. Wenn wir nämlich alle diese 5er Punkte droppen lassen, da jedes Mal mitnehmen, dann könnte das auf jeden Fall funktionieren. Aber das soll es mal gewesen sein für dieses Tutorial. Ich sag, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also bis dann und auf Wiedersehen.